Meine Damen und Herren, in der Reihe Das Filmfestival zeigen wir Ihnen nun den englischen Spielfilm Frenzy von Alfred Hitchcock. Der 1972 entstandene Film war nach 20 Jahren Hollywood die erste Arbeit des berühmten Regisseurs im heimatlichen London. Sarkastisch und ironisch wie selten zuvor spielt Hitchcock hier mit den Möglichkeiten filmischer Schockwirkungen. Frenzy, die Geschichte eines psychopathischen Frauenmörders und eines unschuldig Verdächtigten, ist kein Film für zarte Gemüter. Doch wer sich mit der Sehnsucht nach Gänsehaut, diesem Thriller, aussetzt, wird belohnt mit einer Spitzenleistung des Altmeisters Alfred Hitchcock.